Szenario beginnt hier mit einem Fehler und auch GR Artistic beginnt hier deutlich hinter dem Feld, jetzt ebenfalls in der Luft und die Spitze liegt zur Zeit bei Anastasia, die fand glatt ins Rennen und hat hier das Kommando in zweiter Spur. Classic Girl ganz an der Außenseite, kam auch A und B gut ab und so geht es jetzt zum ersten Mal durch den Bogen hindurch. Anastasia innen, außen, A und B, Classic Girl an dritter Position derzeit auszumachen. Viertes Pferd ist dann Angel Eyes. Scott Gistro an der Innenseite. Ausgangs des Bogens jetzt bereits gleich vor den Zuschauern eine Attacke von I'm&B auf die führende Anastasia und der Führungswechsel jetzt vollzogen. I'm&B jetzt vorn. I'm&B vor Anastasia. 4-5 Länge zurück dann. Classic Girl in der dritten Position. So geht's am 1000 Meter Pfosten vorbei, ist ja kurzer Weg. Die erste Zwischenzeit war 10-4 in den Bogen hinein. Almond B mit der Führung 12-9. Die nächste Zwischenzeit, also bislang höllisches Tempo, das da an der Spitze vorgelegt wird. Almond B, Anastasia, dahinter in dritter Position. Classic Girl an der Innenkante und außen versucht sich Sonnenstrahl VB mit Sigrid Eichler. Es geht auf die Gegenseite, Almond B führt. Aber Anastasia bleibt dran und dahinter kommt Sonnenstrahl VB immer dichter. Ist bereits Dritter, dahinter dann Classic Girl. Außen ein Fehler, ist das Scott Gistro? 7 rot, die 7. War Angel Eyes. So, es geht auf den letzten Bogen zu. Und hier ist Almond B nun fast gestellt von Anastasia. 500 Meter noch bis zum Ziel. Und da kommt die Konterattacke. Und Anastasia außen hat einen Vorteil, geht nun vorbei an Almond B. Anastasia, und jetzt versucht sie sich hier abzusetzen. Anastasia deutlich voraus gegen Almond B. Der kommt hier nicht mehr mit. Sonnenstrahl VB versucht nochmal heranzukommen. Und dann ist auch Classic Girl dabei, außen auch Gaius Diamant, aber vorne ist der Zug abgefahren. Da ist Anastasia in der Distanz deutlich voraus. 15-0 war die Zwischenzeit. Anastasia ist vorne, wird etwas kürzer, aber der Vorsprung ist riesig. Eins, und da kann nichts mehr anbrennen. Anastasia und Katrin Nemczyk souverän dahinter. Sonnenstrahl VB wehrt sich erfolgreich gegen Gaius Diamant und Classic Girl. Vorläufiger Richterspruch für das fünfte Rennen. Es gewinnt die 2 Anastasia vor der 9 Sonnenstrahl VB und der 5 Gaius Diamant. 2, 9, 5 vorläufig. Und damit kommen wir zum sechsten Rennen. Und nach der kleinen EM-Pause geht es nun weiter mit dem dritten Lauf zur Europameisterschaft der Berufsfahrer. Das sechste Rennen, da laufen alle 12. Alle 12. Und in diesem Rennen haben wir als kleine Besonderheit, was die Wetten anbelangt, eine Viererwette und keine Dreierwette. Also die normalen Wetten, Siegplatz, die sind ja auch zum Ansagen. Dann die Zweierwette, die ersten beiden in richtiger Reihenfolge, die Platzzwillinge. Da müssen es zwei aus den ersten dreien sein, wer auch immer. Und in diesem Rennen dann keine Dreierwette, sondern die Viererwette. Noch schwerer, aber noch lukrativer, die ersten vier in der richtigen Reihenfolge. Sechstes Rennen, Europameisterschaft der Berufsfahrer, der dritte Lauf.